Kurz in English. Hello, friends. This is a tutorial about the two paradigms of modeling in Maya. Very briefly, I'll introduce uh, the polygon modeling tools Extrude and Bevel, and I'll create a simple surface using NURBS curves. Wir modellieren heute auf zwei Weisen und im Prinzip ist in der 3D-Welt der Spiele und äh, der äh, Industrie alles auf diese Weise hergestellt. Natürlich kann man zu einer beliebigen Komplexität kommen. Ja, wir fangen mal an mit den Polygonen. Äh, nachher schauen wir uns die Curves und Surfaces, die hier blau sind, an. Die Polygone sind orange und ähm, äh, schaut mal, weil wir modellieren wollen, dass ihr in diesem Pulldown-Menü hier und äh, hier seid bei Modeling und nicht zum Beispiel bei Rendering und was es hier noch so alles gibt oder bei den Special Effects und wir fangen mal mit, mit einem ähm, Zylinder an. Ich will, weil ich jetzt präzise arbeiten möchte, mir den Zylinder mal genau von vorne ansehen und zwar von seiner Frontseite aus. Das heißt, ich drehe ihn, indem ich die, das, ähm, die Taste E, das Drehtool anwende und dann drehe ich ihn mal in meine Richtung. So, ihr kriegt das nie 90 Grad hin. Also, der wird nie 90 Grad gedreht sein, wenn ihr das mit der Maus macht. Aber ihr habt hier Attribut Editor und hier den Polygon Zylinder und da seht ihr, aha, an dem Ding hier habe ich gedreht. Alle anderen stehen auf 0, aber das hier steht auf 87,35. Und wenn ich hier 90 eingebe, dann steht er ganz exakt da. Was will ich mit dem jetzt machen? Also, erstmal mache ich ihn ein bisschen schmaler. So, und dann mache ich ihn vielleicht insgesamt ein bisschen größer. Ich überlege mir jetzt so eine Art Zahnrad herzustellen. Und dazu gehe ich mit der rechten Maustaste auf Face. Denn ich will mich um die einzelnen Teilflächen hier kümmern. Ich will da einige herausziehen. Wenn ihr das hier auswählt, dann könnt ihr hier vergrößern und verkleinern. Das will ich aber im Moment nicht tun. Ich will den Befehl, den man auch mit ctrl E erreicht, Control E erreicht, Entschuldigung, ähm, anwenden und der zeigt ein seltsames Werkzeug. Das zeigt nämlich nach außen hier und ähm, macht Folgendes: Ich bewege den Pfeil nach außen. Es erzeugt mir sozusagen eine Nase, die hier ordentlich rausgeht. Ich könnte hier noch einige Einstellungen ändern, aber im Prinzip ist das der, die Extrusion. Das heißt, es zieht etwas nach außen heraus und bildet mir neue Geometrie. Diese Flächen, diese Fläche, also diese Fläche war schon da, aber diese Fläche drumherum, diese drei, diese vier, die sind neu erzeugt. Und damit ist es ein sehr kraftvolles Tool, um bestimmte Sachen herzustellen. Ich kann es auch nach innen gehen, ja. Dann äh, kriege ich so eine äh, Lücke. Und was hier so flimmert, das liegt daran, dass im Moment nicht definiert ist, was mit dieser Randfläche eigentlich hier passiert. Die werde ich nachher, würde ich jetzt nachher noch löschen. Aber ich drücke die Taste Z zweimal und damit ist die Extrusion beendet. Ähm, ich wähle nämlich jetzt, und das macht man auch ganz häufig mit der Steuerungstaste. Hier nochmal zu Faces. Ähm, mehrere Flächen aus. Und dazu gehe ich einfach um dieses Objekt herum. So. Und wenn ich eine vernünftige Grundanzahl von Teilflächen habe wie hier, dann geht es tatsächlich auf. Ähm, bei einer äh, ungeraden Zahl hier werden, würden hier zwei Flächen zusammenliegen. Jetzt gehe ich wieder zu den Edit Meshes und mache den Extrusionsbefehl. Und der Extrusionsbefehl ähm, zeigt mir wieder an dieser Stelle den Pfeil, obwohl ich es doch als auf alle anwenden will. Und äh, ihr seht, was passiert. Es geht tatsächlich auf alle. Und äh, wenn ich den noch ein bisschen kleiner mache, mein Zahnrad, dann könnte das so sein, zum Beispiel. So. Ähm, jetzt Extrusion. Ist klar, ja. Ich könnte jetzt Taste G drücken, um nochmal zu extrudieren. Dann würde es, könnte ich noch feiner raus extrudieren oder es wieder ein bisschen breiter machen. Mache ich aber jetzt auch nicht, sondern ich zeige euch zum Abschluss dieser äh, grundsätzlichen Polygonmodellierungssitzung noch den Befehl Bevel, der auch sehr wichtig ist. Ähm, Edit Mesh Bevel. Und da seht ihr, wie sofort eine weitere Geometrie äh, eingeführt wird, die diese Kante, die vorher ganz äh, klar und glatt war, weich macht. Äh, ich kann hier bei den Segmenten die Kante noch viel weicher einstellen, so wie ich überhaupt in diesen kleinen Fenstern, die bei der Modellierung immer wieder auftauchen, das alles viel feiner machen kann. So, damit schauen wir uns ähm, dieses Objekt nochmal an. Ich bin vorhin in diese Ansicht gegangen, weil hier kann man noch mal genau kontrollieren, was eigentlich Sache ist und dass auch alles stimmt. Die Leute, die CAD machen, die gucken sich meistens die Sachen von den Seiten und von oben an, weil da eben die, die exakte Draufsicht möglich ist und man die Geometrie sehr präzise sieht, während man sich hier täuschen kann. Wenn das hier ein bisschen weiter draußen wäre, würde uns das wahrscheinlich nicht auffallen. Hier aber schon und hier vielleicht auch. Gut, ähm, rechte Maustaste, Object Mode und jetzt verstecke ich dieses Ding, Hide, damit ist es weg. Wir kommen zum zweiten äh, Teil, wir gehen jetzt zu den Curves und Surfaces und da gibt es mehrere Werkzeuge, um Kurven herzustellen. Das sind im Prinzip diese drei hier und ich nehme mal die hier, die man, wo man die Kurve zeichnet. Zum Zeichnen gehe ich jetzt wieder hier in, in das, die Front oder in das Seitenfenster, das spielt jetzt keine Rolle, und zeichne jetzt mal so eine Kurve, so quasi drei Höhlen oder so. Ähm, Gucken wir mal diese Kurve von in der Perspektive an. Das ist unsere Kurve, die ich gemacht habe. Die hat eine irrsinnige Geometrie, also sehr sehr viele Teil. Ähm, so, ich mache das übrigens mit der Taste F8. Die F8 schaltet mir zwischen den einzelnen Kurven, teilen den Punkten der, der Kurve und ähm, dem Objektmodus um. Ich könnte auch die rechte Maustaste betätigen. Jetzt äh, drücke ich die Tastenkombination STRG-D. Ich dupliziere das ganze Ding und setze es ein bisschen weiter nach oben und ein bisschen weiter nach hinten. Ähm, warum mache ich das? Äh, weiß ich auch nicht. Ähm, jetzt drücke ich die Taste R um das etwas flacher zu machen und dupliziere es nochmal. Das heißt, ich mache im Moment äh, dasselbe ähm, immer wieder. Gehe mal hier hin, so mache es noch ein bisschen flacher. So, wir haben jetzt drei Kurven, die so ähnlich sind. Vor allem aber so wichtig, dass die geometrisch äh, gleich aufgebaut sind. Die haben also alle äh, die gleichen CVs, wie sie heißen, die Kontrollvektor-Pünktchen dazwischen. Auch das hier dupliziere ich wieder gehe hier rüber, ein bisschen weiter nach oben, so ähm, macht es auch noch mal flacher, so und das dupliziere ich jetzt auch noch mal und gehe dann meinetwegen dahin. Ähm, jetzt ähm, baue ich mal eine Fläche über diese Kurven und der Befehl, ähnlich wie Extrude bei den Polygonen, ist der Königsbefehl sozusagen für diese ähm, NURBS-Modellierung der Loft-Befehl. Das heißt, ich spanne eine Fläche über alle meine Kurven. Dafür ist es wichtig, wie ich sie auswähle, in welcher Reihenfolge. Also ich fange mit der da an, dann gehe ich zu der, dann gehe ich zu der, dann gehe ich zu der und dann gehe ich zu der. Ich habe fünf Stück. Und der Befehl für die Loftbildung, also für die Zeltbahn, liegt hier. Wenn ich das hier mache, kriege ich diese Fläche. Und das ist natürlich eine Fläche, die hat mit den Polygonen, die wir vorhin äh, hatten, überhaupt nichts zu tun, weil die hat was ganz Weiches. Die ist, ähm, die ist, die hat was ganz, also die erinnert sofort an ein Auto oder an eine, eine Landschaft, also alles Nicht-Industrielle. Und dafür sind die NURBS-Kurven und Flächen einfach wie gemacht. Das ist fast perfekt. Ähm, ich äh, zeige euch jetzt mal, wie. Ähm, diese Fläche von den Kurven abhängt. Ihr seht, hier laufen die Kurven ja drüber. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal ähm, diese Kurve nur auswähle, also die hier, das ist die vorletzte gewesen, und die nach oben bewege, ähm, dann hat es diese Auswirkung. Wenn ich diese Kurve flach mache, also ganz flach mache, dann kriege ich hier oben so eine Halbbeule. Dazu wäre es vielleicht nicht schlecht, die hier auch noch ganz flach zu machen. Dann Jetzt beute sich fast ein bisschen nach unten. Dann kriege ich also sowas. Wenn ich das, ähm, ganze, die ganze Fläche mal lösche, ähm, warum eigentlich? Genau, ich lösche die Fläche mal und dupliziere die hier nochmal. Ich habe nämlich jetzt etwas vor, mache die etwas niedriger und schiebe die minimal nach innen und dupliziere sie nochmal und schiebe sie nochmal nach innen. Jetzt habe ich. Ähm, die hier ausgewählt, dann will ich als nächstes die, die ich gerade dupliziert habe, das ist die hier, dann die hier, dann gehe ich nach oben, dann die hier, dann die hier und dann die hier. Und darüber ziehe ich jetzt nochmal den Loft. Ich mache dasselbe wie vorhin. Und jetzt seht ihr, dass ich eine Höhle gebaut habe. Ich habe dadurch, dass ich die Kurve, eine zusätzliche Kurve hier reingesetzt habe, ähm, wölbe ich das Ganze nach innen. Und ähm, Ihr könnt nun äh, alle möglichen Werkzeuge darauf anwenden und äh, im Detail auch die Sachen ändern. Und dazu zeige ich euch jetzt nur eine äh, wirklich wunderbare Möglichkeit, in eine Kurve einzugreifen. Wählen wir mal die Kurve aus. Zum Beispiel die hier oder ich wähle mal die hier aus. In den früheren Maya-Versionen musste man immer wahnsinnig aufpassen, dass man nicht zusätzlich unten drunter noch was ausgewählt hat. Das geht also heute viel eleganter, als würde das Programm wissen, was wir auswählen wollen. So, ich drücke die Taste F8 und sehe meine kleinen äh, Dötzchen. Wenn ich jetzt den hier anfasse und nach oben tue, kriegt äh, die Fläche, die Gesamtfläche hier eben dann so eine Beule. Oder etwas, was nach unten geht. Es ist natürlich viel eleganter, wenn ich das sanft ziehe. Und das geht folgendermaßen. Ihr wählt zum Beispiel die hier alle aus und klickt jetzt das Bewegungstool doppelt. Und da seht ihr bei den Tool Settings vom Move Tool, ihr wollt ja was bewegen, ganz unten die Soft Selection, ein äußerst kraftvolles Werkzeug. Ihr müsst es anmachen und ähm, wenn ihr die Soft Selection anhabt, dann ähm, passiert Folgendes. Ihr nehmt nur einen kleinen Teil wirklich in der Mächtigkeit mit, wie ähm, wie ihr sie ausgewählt habt. Das heißt, ich nehme zum Beispiel diese, diese zwei Punkte hier und ähm, jetzt habe ich eine ähm, Schattierung hier, die bis ins Rot geht und ins Blau geht. Wenn ich hier anfange zu bewegen, bewegt sich da unten fast nichts mehr mit, da wo sie im blauen Bereich ist, beim orangen Bereich etwas mehr und beim gelben alles genauso, wie ich das haben will. Das heißt, wenn ich die Kante hier vorne, von einem Höhleneingang äh, etwas härter brauche, gehe ich damit nach vorne, ohne jetzt hier. Äh, Unbedingt im Detail nach vorne zu gehen. Ich kann jetzt hier äh, weiter modellieren und ziehe dann entsprechend solche Dinge auf. Ähm, und in der NERBS-Modellierung hat eben alles seinen Zusammenhang. Das heißt, wenn ich hier zu stark eingreife, insbesondere wenn ich hier zu Überlappungen führe, dann gibt es richtige Fehler. Ich muss also eine wirklich saubere Flächenbauung haben und äh, die habe ich im Moment auch. Und ihr seht hier, wie man mit den relativen. Äh, also den Soft Selection Tools ziemlich weich ähm, dann eingreifen kann. Das normale Selection Tool ist, wie gesagt, wenn ich das hier aushake äh, und Move Tool geht so, alle werden jetzt gleichmäßig äh, bewegt. So, damit habe ich ähm, äh, euch hoffentlich ein bisschen Geschmack und äh, na ja, eine Anleitung gemacht. Ihr könnt jetzt übrigens auch die ganzen Kurven löschen, wenn ihr damit fertig seid. Ja, also wenn ich die lösche. Dann bleibt die Fläche bestehen, aber ich kann sie jetzt nicht mehr so elegant über diese Kurven ähm, modellieren. Und ich müsste sie dann wahrscheinlich noch ein bisschen vereinfachen. Ich ziehe die mal nach hier und äh, gehe über den Outliner. Äh, bei Windows ist der ähm, Outliner zu meinem Polygonzylinder und äh, drücke wieder. Steuerung H, das heißt, er ist wieder sichtbar und das heißt, wir haben hier unsere zwei völlig verschiedenen Möglichkeiten äh, in Maya und in anderen 3D-Programmen zu modellieren.